Das ist Franziska Sefranek. Sie hat in Eichstätt Psychologie studiert. Jetzt geht sie für ein Jahr nach Mexiko. Nicht zum Entspannen, sondern in den christlichen Freiwilligendienst. Franziska wird ein Jahr lang in einem Sozialprojekt arbeiten und in einer Jesuitenkommunität leben. Ich bin in Deutschland aufgewachsen und hatte immer das Gefühl, nur die Wohlstandsseite der Welt zu kennen. Und von da an war es mir einfach ein Anliegen, da vielleicht ich einzusetzen für mehr Gerechtigkeit in der einen Welt. Und ich glaube, man kann was machen als Person. Das ist mein tiefer Glaube. Organisiert wird das Projekt über die Jesuitenmission. Pro Jahr gehen etwa 25 Freiwillige aller Altersgruppen als Volunteers ins Ausland. Eine besondere Herausforderung, auf die sich auch Franziska fast ein Jahr lang in zahlreichen Workshops vorbereitet hat. Man geht nicht einfach so ein Jahr ins Ausland und lebt mit Bedürftigen. Das ist keine Rucksackreise, das ist kein Work and Travel, das ist kein normales FSJ wie hier in Deutschland. Man lebt wirklich mit Bedürftigen und ich werde Sachen sehen, die ich mir jetzt nicht mehr vorstellen kann. Und da bedarf es schon einer Vorbereitung. Auf ihren Recherchen im Internet stößt Franziska auf Katharina Stein. Die Nürnbergerin ist gerade als Missionarin auf Zeit in Tansania, Ostafrika. Das Projekt Missionare auf Zeit ist dem der Jesuit Volunteers sehr ähnlich. Katharina lebt und arbeitet in einem Internat bei den Missionsschwestern vom kostbaren Blut. Und was machst du so? Also ich bin hier an einer Berufsschule für junge Frauen, junge Mädchen, die meistens sowas wie die Grundschule oder die Realschule beendet haben und hier bei uns kochen und nähen lernen. Und ich übernehme den Englisch- und den Deutschunterricht. Die Missionare auf Zeit sind, genau wie die Jesuit Volunteers, ein Jahr lang im Ausland, leben und arbeiten in einer fremden Kultur. Die Freiwilligen nehmen auf Zeit am Leben in einer Ordensgemeinschaft teil. Katharina zeigt einige Bilder aus Tansania, vom Land und den Menschen, vom Englischunterricht, den sie den Schülerinnen gibt und von den Gottesdiensten, die sie gemeinsam mit den Missionsschwestern feiert. Kirche hat einen ganz anderen Stellenwert. Wir haben hier in unserer Freizeitbeschäftigung ein Überangebot von Sachen, die man machen kann, ins Kino gehen oder beim Sporttreffen oder keine Ahnung wo. In Tansania ist es sehr stark so, dass Gemeinschaft auch vor allem unter Jugendlichen im Rahmen der Kirche stattfindet. Und dadurch ist zum Beispiel der sonntägliche Gottesdienst ein ganz wichtiger Teil von sozialem Austausch. Ob das in Mexiko auch so ist, wird Franziska in wenigen Wochen herausfinden. Das Gespräch mit Katharina hat ihre Vorfreude auf das Jahr im Ausland noch weiter verstärkt. Ich freue mich total und würde am liebsten in den Flieger steigen und losfliegen. Ich kann es echt kaum erwarten. Das ist auch eine sehr lange Vorbereitungszeit. Und jetzt will ich einfach nur los.